Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video geht es um die Schwingungen bei der Feder. Dazu habe ich hier eine kleine Messapparatur aufgebaut. Diesmal sogar mit einem Sensor, der hier per Bluetooth mir hier in das Diagramm direkt die Daten überträgt. Dieser Sensor macht 50 Mal pro Sekunde, misst er hier die Kraft, mit der die Feder hier an diesem Haken zieht. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Dazu wird die Feder ausgelenkt, losgelassen und da haben wir auch schon die Messwerte. Ja, sieht eigentlich sehr schön nach einer Sinus- oder Cosinuskurve aus. Die Messwerte stelle ich natürlich auch zur Verfügung unter dem Video, so dass man das selber auch nochmal sich angucken kann. Also, wie gesagt, sieht sehr schön nach Sinus oder Cosinus aus, die Schwingung. Jetzt kann man spaßeshalber, wenn man das Ganze schon mal aufgebaut hat, eine Kleinigkeit nochmal ausprobieren. Und zwar habe ich einfach an das Gewicht unten ein Blatt Papier geklebt. Was soll das Ganze? Naja, dadurch habe ich praktisch eine Bremswirkung drin. Heißt im Klartext, ich habe Luftreibung und Luftreibung ist ja auch von der Geschwindigkeit abhängig. Das heißt, je schneller es ist, umso größer ist die Reibung und damit auch die Kraft, die bremst. Und das heißt, ich müsste jetzt praktisch eine exponentielle Abnahme der Schwingungen sehen können. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob das auch funktioniert. Dazu starte ich mein Experiment und ja, dass das abnimmt, sieht man schon mal. Und wenn man da ein Lineal dran legt, sieht man schon, dass das nicht linear, sondern exponentiell abnimmt. Wenn man doch leicht, aber es ist exponentiell, also es ist nicht linear. Also wenn man was Gerades dagegen hält, sieht man es eigentlich sehr schön. Ja, da ist im Prinzip die ganze Sache sozusagen mal gedämpft. Wir gucken uns jetzt aber von der Auswertung und der Formel her nur den ungedämpften Fall an. Der gedämpfte Fall, das ist jetzt nochmal eine kompliziertere Geschichte. Das ist jetzt nicht Teil des Videos, aber ich wollte es der Vollständigkeit halber mal gezeigt haben, wie das aussieht, wenn das sozusagen gedämpft ist. So, dann kann man es erstmal einfach machen. Hier ist die Formel. Wobei, wo die herkommt, ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich habe hier x von t, das ist praktisch meine Auslenkung. Das ist meine Maximalauslenkung und wenn es wie Sinus oder Cosinus aussieht, dann ist es auch in der Regel Sinus oder Cosinus. Ich habe jetzt hier den Cosinus, weil der sozusagen für 0 ist der ja 1. Und ich habe ja praktisch ausgelenkt und dann ist das sozusagen mit der größten Auslenkung gestartet. Also größte Auslenkung mal 1 ist sozusagen die Auslenkung bei t gleich 0. So, jetzt ist es der Cosinus von Omega 0 mal t. Omega ist die Winkelgeschwindigkeit. Die kommt daher, dass man das Ganze praktisch mit einer Kreisbewegung vergleichen kann.
Da gibt es auch ein entsprechendes Experiment dazu, dass man halt sieht, dass ja, dieses Omega 0 beziehungsweise das Omega ist die entsprechende Winkelgeschwindigkeit, die hier eingesetzt ist, und mal t gibt dann sozusagen die Position an. Jetzt muss man noch wissen, was ist Omega? Omega ist hier angegeben mit Wurzel aus, d ist die Federhärte, durch m ist die Masse, die halt da unten dran hängt. Jetzt kann man, wenn man noch weiß, t ist 2π durch Omega, kann man das einsetzen und dann hat man auch eine Formel für die Schwingungsdauer. So, jetzt habe ich die Winkelgeschwindigkeit, die Schwingungsdauer. Habe ich eigentlich alles beisammen? Wunderbar. Aber jetzt ist die Frage, wo kommen diese Formeln eigentlich her? Und das kann ich mir angucken, indem ich ja, die Gleichung aufstelle. Wenn du mathematisch interessiert bist oder im Leistungskurs sitzt, guckst du jetzt weiter. Ansonsten ist das Video für dich jetzt zu Ende. Um diese Formel herzuleiten, schauen wir, hoppla, uns eine Feder an. Ob diese Feder jetzt waagrecht oder senkrecht ist, ist für die Betrachtung eigentlich kein großer Unterschied, weil wenn sie senkrecht ist und wir jetzt, sagen wir mal, die Gravitationskraft noch zusätzlich hätten, dann wird einfach diese Nulllage hier verschoben. Aber von der grundsätzlichen Betrachtung ist es egal. Ich habe es jetzt aber waagrecht, damit die Gravitationskraft keine Rolle spielt. Aber wie gesagt, wenn sie senkrecht ist, ist es genau die gleiche Formel. Die Überlegung ist die gleiche, lediglich die Nulllage ist halt ein bisschen nach unten verschoben. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Dazu nehmen wir erstmal das Hooke'sche Gesetz. Das, Klammer auf, Voraussetzung ja für eine harmonische Schwingung ist, weil die Rückstellkraft proportional zur Auslenkung ist. Das Minus kommt daher, dass es sozusagen die Rückstellkraft in die entgegengesetzte Richtung zur Auslenkung wirkt. Daher das Minus. Damit hätte ich meine erste Formel. Bis dahin ist es eigentlich auch gar nicht so schwierig. Jetzt habe ich schon die nächste Formel vorbereitet. Ich nutze einfach aus, F ist gleich m mal a. Und dann erinnere ich mich natürlich daran, ich habe ja dieses x und das a, das ist ja von der Zeit abhängig. Die Masse und die Federhärte, also hier die Masse, die Federhärte, die sind unabhängig von der Zeit. Aber die Beschleunigung und die, ja, die Auslenkung, die sind von der Zeit abhängig. Und so ist es zum Beispiel so, wenn ich am Anfang, wie ich in dem Video das gemacht hatte, das hier ausgelenkt habe, habe ich die größte Auslenkung zum Zeitpunkt t gleich 0. Jetzt ist die Frage, ob man, ja, diese Gleichung muss ja irgendwie jetzt gelöst werden. Und dann sieht man jetzt schon, dass sich da zwei Probleme auftun. Das erste Problem ist, a kenne ich nicht und x kenne ich nicht. Zweites Problem, a ist ja eigentlich keine Variable, sondern eine Funktion. Und x ist keine Variable, sondern eine Funktion. Das heißt, ich suche eigentlich keine Variable, also keinen Wert für eine Variable, sondern ich suche eine Funktion. Wir lassen uns von diesem Problem jetzt noch nicht sonderlich beeindrucken und schauen uns einfach mal an, ob wir das a von t und das x von t irgendwie zusammenbringen können. Und das ist tatsächlich relativ einfach, weil wenn ich
die Strecke einmal ableite, bekomme ich die Geschwindigkeit. Und wenn ich die Geschwindigkeit nochmal ableite, bekomme ich die Beschleunigung. Das heißt, mein x von t zweimal nach der Zeit abgeleitet ist meine Beschleunigung. Und genau das habe ich hier stehen, x Punkt Punkt. Die beiden Punkte stehen dafür, dass dieses x zweimal nach der Zeit abgeleitet werden soll. Jetzt habe ich ein Problem weniger, nämlich zwei verschiedene Variablen. Da habe ich hier praktisch zweimal x von t. Allerdings einmal normal und einmal abgeleitet. Und zwar zweimal sogar abgeleitet nach der Zeit. Bevor ich das angehe, machen wir ein bisschen Verschönerung und stellen das Ganze ein bisschen um. Also mit plus dx tue ich das rüberschieben und durch m teilen. Und warum ich das mache, ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Jetzt habe ich meine gesuchte Funktion, ist praktisch einmal die Funktion mit einem Vorfaktor. Die soll irgendwie gleich sein der Funktion zweimal abgeleitet. Das heißt, ich suche eine Funktion, die, wenn man sie zweimal ableitet, sich praktisch selbst ergibt, bloß halt so ein Vorfaktor oder besser gesagt mal ein Vorfaktor. Jo, da muss man eigentlich nicht lange suchen, weil vorhin habe ich ja, es gibt eigentlich nicht viele Funktionen, die, wenn man sie ableitet, sich selbst ergeben, beziehungsweise zweimal ableiten, sich selbst ergeben. Das wäre zum Beispiel die E-Funktion oder Cosinus und Sinus. Und ich hatte ja eben ja, diesen Cosinus schon benutzt und jetzt benutzen wir den hier auch. Ganz einfach, weil er, wie gesagt, zweimal abgeleitet sich selbst ergibt, mal einen Vorfaktor. Also wenn ich das hier einmal ableite, habe ich minus Sinus und dann kommt noch ein Omega 0 dazu. Und wenn ich es zweimal ableite, dann habe ich wieder den Cosinus, das Minus bleibt und zu dem einen Omega kommt noch ein weiteres Omega dazu, ist ja innere mal äußere Ableitung. Also hier innere mal äußere Ableitung, deswegen Minus bleibt, aus dem Sinus wird Cosinus und zu dem Omega kommt ja noch das Omega von hier dazu, also Omega Quadrat. Jetzt habe ich praktisch meine Lösung. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, jetzt diese Gleichung auf dieser Seite hier zu lösen. Und lösen heißt in dem Fall tatsächlich einsetzen. Das kann man jetzt tun, beziehungsweise ich mache es auch. Ich habe minus x Dach Omega 0 Quadrat mal Cos Omega 0 mal T plus D durch M und jetzt setze ich X von T ein. Das ist X Dach mal Cos Omega 0 mal T. Ja, jetzt ist das natürlich noch gleich 0 und jetzt kann ich einen Rotstift ansetzen und kürzen. Das heißt, das x-Dach kommt hier und hier vor, also weg damit. Cosinus Omega 0 mal t kommt auf beiden Seiten vor, also weg damit. Und was übrig bleibt, ist minus Omega 0 ist gleich d durch m, Omega Quadrat, Omega 0 Quadrat. So, jetzt stimmt's. Ich schreibe es mal ein bisschen schöner. D durch m gleich Omega 0 Quadrat. Und das machen wir natürlich jetzt noch ein bisschen schöner und ziehen die Wurzel. Und da ist auch schon
meine Lösung, Omega 0. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt nochmal festhalten möchte, machen wir dazu ein rotes Kästchen um meine Schwingungsgleichung und noch ein weiteres rotes Kästchen um mein Omega, was ich berechnet habe. Also, das hier ist sozusagen mein Ansatz, mit dem ich die Differentialgleichung aufstelle. Die Differentialgleichung, da ist praktisch eine Funktion gesucht, die, wenn man sie zweimal ableitet, sich selbst ergibt, mal halt ein Vorfaktor. Und dazu nutze ich hier Cosinus, weil das halt eine Funktion ist, die, wenn man sie zweimal ableitet, sich selbst ergibt. Hätte mit Sinus eigentlich auch funktioniert. Aber wie gesagt, Cosinus macht halt deshalb Sinn, weil man halt sagen kann, es wird erstmal ausgelenkt und dann losgelassen. Also startet es bei 1, der Cosinus startet bei 1, also nimmt man den Cosinus. Dann ist das sozusagen meine Schwingungsgleichung, die mir für x von t angibt, wo das Ding ist. Dazu muss ich nur das Omega 0 kennen. Das Omega 0 steht hier unten. Das ist dann d durch m, habe ich ja eben ausgerechnet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Geschwindigkeit brauche oder die Beschleunigung brauche, brauche ich diese Gleichung nur entsprechend ableiten. Einmal ableiten ist die Geschwindigkeit, zweimal ableiten ist die Beschleunigung. Einmal ableiten, ich kann es ja auch nochmal der Vollständigkeit halber dazu schreiben, da hätten wir, ich schreibe es mal drüber, x Punkt von t gleich minus x Dach Omega 0 mal Sin Omega 0 mal t. Und zweimal ableiten haben wir ja hier schon stehen. Das ist hier entsprechend diese Formel. Schauen wir nochmal die Zusammenfassung an. Die Schwingungsgleichung ist das hier entsprechend mit Omega 0 eingesetzt. Omega 0 ist die Federhärte durch die Masse, die an der Feder dranhängt, wurzelt raus. Und wenn ich die Zeit haben möchte, groß T, dann die Zeit ist ja 2Pi durch Omega. Einsetzen, 2Pi mal Wurzel aus m durch d. Ich kann nämlich die Wurzel auf den Bruchstrich bekommen, indem ich den Inhalt, den Bruch, einfach drehe. Beziehungsweise kann man auflösen, indem man halt mit dem Kehrwert multipliziert. Sollte vielleicht aus Mathematik bekannt sein. Ja, dann ist man hier bei der Formel angelangt.